Willkommen zurück zu SimCity Builded. Wir haben wieder 90.000. Yay, wir können endlich ein Kernfusionskraftwerk bauen. Und ihr wundert euch vielleicht, warum sind da so viele Glasscheiben? Das erkläre ich euch später. Danke für die Kamera. Hier, technische Probleme. Für die technischen Schwierigkeiten mit den Bürgermeisterwettbewerbsbelohnungen entschuldigen wir uns. Unsere Techniker haben das Problem behoben. Vielen Dank für Ihre Geduld. Sie können Ihre Wiedergutmachung jetzt einlösen. Bürgermeisterwettbewerb haben wir nicht freigeschaltet oder können wir überhaupt nicht nutzen, aber wir nehmen es trotzdem mal. 5 Platinschlüssel, Geparden irgendwas und diese Gepardenmarken und goldene Tickets. Nice. Das ist sehr gut. Und ich habe hier noch etwas. Nämlich die Wuturm-Herausforderung. Beanspruchen wir auch mal. Ja, okay. War jetzt nicht das Beste, aber na gut. Ja. Dann gehen wir erstmal hier hin und ich zeige euch, warum eine Tonne Glas. Hier, 34 brauche ich, 35 kann ich herstellen, habe ich ausgerechnet. Und erstmal machen wir das hier. 800 Punkte sollten ja nicht schwer zu bekommen sein. Und wir bekommen dann auch ein neues Level. Okay, das hier, das ist günstiger. Und? Nein? Manu. Okay, dann muss ich das hier machen, auch wenn es echt teuer ist. Levelaufstieg. Yay. Wir können was upgraden. Oh. Nicht das, sondern das. Oh, 21.000. Müssen wir noch kurz warten. Leider. So, beanspruchen und haben wir hier irgendwas freigeschaltet? Ah, nee, schade. Hier für die vierte Stufe brauchen wir bekommen wir dann 3 goldene Schlüssel. Ja. Können wir auch nichts machen. Wir haben wieder 16 goldene Schlüssel. Das ist eine ganze Menge, muss ich sagen. Die meisten habe ich hier von einem Tagesbonus bekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute aufnehme, aber naja. Es ist dann halt ein bisschen zu spät. Herstellen und einsammeln. 17 Stunden Zeit? Tö, ich brauche nicht mal 17 Minuten. Oh, Stadtlager voll. Gut, dann verkaufen wir ein bisschen halt. Einfach komplett reindreschen. So, noch eine Pflanze hinterher. Kann ja nie schauen, die Pflanze wurde nicht da reingemacht. Von mir aus. Und wieder voll. Wir werden außerdem heute noch eine Katastrophe machen. Also eine Katastrophe auslösen. Und ja, mal gucken, was dann noch so kommt. Ey, wenn jemand das alles kauft, wir wären so reich einfach. Das ist unglaublich. Ups, egal. So, ein Knopf oder eine Fernbedienung. Komm schon. Nein, es fehlt eins, stimmt's? Es fehlt einfach eins. 33 von 34. Ah, Mann. Das ist natürlich doof. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es. Beanspruchen. Cool. Goldene Schlüssel holen. Später. Gebäude ausbauen. 16.000 Simoleons verdienen. Das könnt ihr vielleicht sogar noch schaffen. Lieferungen nach Paris und nach London.
Sieht schlecht aus, ganz ehrlich. Okay, gut, dann werden wir erstmal hier wieder neue Sachen herstellen. Ich mache immer 4 von jedem. Oh. Und vom Glas her reicht das nicht. Habe ich nicht schon mal gesagt, dass ich Werbung hasse? Ja, ich glaube, ich habe das schon so oft gesagt. Na, egal. Dann reißen wir hier mal Mist im Weg die ganzen ekligen Kohlekraftwerke ab. So umweltfeindlich. Das ersetzen wir gleich durch ein richtig sauberes Gebäude. Durch das Kernfusionskraftwerk. So, wir haben 106.000, 107.000 Simoleons sollten reichen. Boom, mit einem Kraftwerk die ganze Nachfrage befriedigt. Nein, danke. Oh, die Zufriedenheit ist runtergegangen. Hoppala, jetzt geht sie zumindest wieder rauf. Ein paar Steuern. Stadtlager voll. Ja, und da drin ist kein Platz und keiner kauft Glas. Super. Das wünscht man sich natürlich. Maxis Herrenhaus. Das einmalige Maxis Herrenhaus ist Feuer, Polizeiwache sowie Gesundheitszentrum in einem. Der berühmte Bewohner Maxis Man bietet Wuß-Spezialobjekte zum Verkauf an. Er ist Maxis Man, oder? Ach stimmt ja, das habe ich ja freigeschaltet. Oh, 1000 Simcash. Wollen wir darauf sparen? Ja, komm. Der hat so einen riesen Radius einfach. Oh, und einen riesen Nachteil. Man muss den da in der Mitte platzieren. Eins nach links, jetzt eins nach rechts. Aber das wäre schon nice. Oh, und da ist wieder eine hübsche kleine Parade mit Punkten auf der Straße. Gewerbegebäude. Ja, ich kann den Möbelladen ausbauen. Ich weiß, ich habe nicht genug Kohle. Das muss alles verkauft werden, aber es wird nichts verkauft. Mann. Ja gut, dann gucken wir mal kurz nach, was Heinz so macht. Was er so anbietet. Ob mir jemand was verschenkt. Ah, zu verkaufen hat er schon mal was. So, ich kaufe eigentlich immer alles. Er bietet die Sachen nämlich zum normalen Preis an, sage ich mal. Oh, wow, Glas haben wir ja nicht genug. Dankeschön. Wenn man einfach nur da auf die Sachen drauf tippt, ich kann es jetzt halt schlecht zeigen, man tippt halt auf die Sache drauf, auf das, was man verkaufen will, und dann kommt ein Preis und den bietet er immer an. Ich kann es ja danach noch verkaufen. So. Oha. Das dreht sich, oder? Ja, das dreht sich. Ist wie ein Stadion oder so. Stellt euch mal nur kurz vor, dieses Gebäude hat so eine lange Reihe von den beiden Punkten hier. So eine lange Reihe von Kohlekraftwerken ersetzt. Ist schon stark, würde ich sagen.
Video. Ja, kurz weg, Mann. So, da können wir jetzt noch eine Katastrophe machen und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Gibt's dafür eine Aufgabe? Ja, goldene Schlüssel holen beim Reparieren. Nee, gibt's nicht. Gut, dann. Oh Mist, Ausbau 40.000. Ah, das ist natürlich schlecht. Können wir hier was machen? Oh ja, das können wir erhöhen. 120 jetzt. Ah nee. 7 von 7. 8 von 7, 2 von 7, okay. Diese Radladerteile reichen nicht. Aber hier. Yay. Oh, hoppla. Gibt's hier eine neue Aufgabe? Ja. London ruft. Bürgermeister, ich wünschte, unsere Stadt wäre ein bisschen so wie London. Mit königlicher Eleganz. Lieferung nach London abschließen. Haben wir, glaube ich, schon mal. Londoner Busbahnhof. Big Ben bauen. Warte, können wir ein Londoner... Nein, wir brauchen 3 London-Häuser. Okay, schade. Wirklich schade. Ja, gut. Okay, ich glaube, ich mache jetzt mal einen kleinen Cut. Ich warte, bis hier ein paar Sachen verkauft werden. Wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss. Okay, Leute, da bin ich wieder. Scheinbar wird das hier nichts mit dem Glasverkauf. Deshalb, ja, werde ich jetzt hier die Folge beenden. Oh, Telefon. Ja, und da war gerade jemand am Telefon. Ja, eigentlich wollte ich schon die Folge beenden, aber naja. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like da, wenn wir mehr Kernfusionsanlagen bauen sollen. Und wenn euch die Folge natürlich gefallen hat. Ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut bis dahin rein und ciao, Leute!